Und an dieser Stelle soll jetzt ein Magerhochbeet entstehen. Ich habe ja diese schönen Steine gekriegt und will jetzt versuchen, daraus eben eine Mauer zu bauen, die ich dann mit Schotter und Ähnlichem fülle. Zuerst muss ich halt mal den Grasboden abstechen. Da merkt man jetzt, dass es die letzten Tage nicht mehr geregnet hat. Das geht schon ganz schön schwer rein. Ja, mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Der Boden ist ziemlich hart. Hat, wie gesagt, schon länger nicht mehr geregnet. Wenn ich das mit den anderen Projekten vergleiche, da war das spielend leicht auszuheben. Ist heute eine andere Nummer. Aber wir kommen voran. Ein bisschen was habe ich noch gemacht. Vordergrund Kian von den Dielsberger Rittern. Hochwürden. Merkwürden, egal, durchlaucht, ja, kein Interesse. Gut, ich habe es einigermaßen eingeebnet, die ersten Steine gelegt und ja, die nächsten Tage werde ich immer wieder ein bisschen drauflegen, unten Schotter einfüllen, damit ich eine gute Drainageschicht bekomme, dass das Wasser nicht steht. Und mich auf die Suche nach geeignetem Material für die Befüllung begeben. Und dann, ja, irgendwann wird es fertig sein. Und bis dahin drehe ich halt diese Videos. Gestern war ich ein bisschen containern und habe Ziegelbruch holen dürfen. Ein paar Wannen. Das soll dafür sorgen, dass hier eine schöne Drainageschicht ist und Wasser gut ablaufen kann. Das heißt, dass es zu keiner Staunässe kommt. Weil es gibt halt Pflanzen, die mögen es lieber trockener, beziehungsweise haben dort eben keinen Konkurrenzdruck. Und es gibt Pflanzen, die mögen es halt feucht, ne? Sumpfpflanzen. Und es gibt Pflanzen, die mögen es dazwischen. Und das hier soll jetzt speziell ein Beet für Pflanzen werden, die es trockener möchten. Ja, ihr seht, schon einiges eingefüllt. Die letzte Wanne, die kommt jetzt. Nachdem ich die Dachziegel, jetzt sind so große Stückle, zertrümmert habe, sind da doch noch recht große Löcher. Also zwischen den Dachziegeln. Und wenn ich da jetzt einfach Sand oder sowas drauf tun würde, fürchte ich, dass das in der Drainage ja, durchgeht und früher oder später die Drainage durch ist und dann einfach keine Wirkung mehr hat. Aber ich habe ja noch Schotter rumliegen und es ist die Idee praktisch eine Schicht Schotter drauf zu tun, dass einfach diese größeren Abstände zwischen dem Dachziegelbruch geringer werden. Und ja, das machen wir jetzt. Und dann Stück für Stück einfach feinmaschiger werden. Ja, jetzt habe ich hier also meinen Schotter rein. Obendrauf dann auch noch den Feinanteil, der im Schotter war. Die Pflanzen brauchen ja auch nicht nur Stein.
Das ist jetzt aber keine sonderlich dicke Schicht geworden. Also es sollten ja so 10 bis 30 cm mit Feinanteil sein. Mageres Substrat, wie es so schön heißt. Jetzt habe ich noch Kies rumliegen. Da habe ich mir gedacht, ja, der Erdaushub von den ganzen Sträuchern und vom Käferkeller, wenn ich den jetzt ein bisschen mit dem Kies vermische, dann könnte das die nächste Schicht werden und dann schauen wir mal, wie hoch das Ganze wird. Ja, so langsam bin ich fertig. Obendrauf jetzt noch mal ein bisschen reiner Kies. Und ja, da hinten habe ich schon mal die Karthäusernelke eingepflanzt. Und die Glockenblume da hinten, die ist auf meinem Kies gewachsen. Die habe ich jetzt mal versucht zu verpflanzen. Mal sehen, ob sie das gut abkann. Ja, und alles Weitere sehen wir dann. Ich habe mir Pflanzen bestellt und einsäen wäre jetzt wahrscheinlich nicht mehr sinnvoll. Ich glaube nicht, dass da noch viel kommt, also habe ich mir ein paar Stauden bestellt, die da reinkommen und ja, das kriegt ihr dann sicherlich auch zu sehen, wie das dann geworden ist. Ob ich da jetzt alles richtig gemacht habe, ob es funktioniert, keine Ahnung. Ich habe Gärtnern nicht gelernt, ich habe Landschaftsgärtnern nicht gelernt. Ich habe halt mal angefangen, was zu tun. Und jetzt schauen wir mal, ob es was wird. Die Erstbepflanzung für mein Beet mit durchlässigem Boden ist fertig. Hier probiere ich es mit Wiesensalbei. Diese Glockenblume, wie gesagt, die war eh schon drin. In der Mitte ein Lavendel. Genau, die Karthäusernelke hatten wir ja schon. Hier habe ich noch eine Sandgrasnelke. Bin ich mir nicht so sicher, ob die hier im Süden überhaupt heimisch ist, aber und das müsste die Skabiose sein. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, ob es den Pflanzen hier wirklich gut geht. Und ja, das war's mit dem Hochbeet.